Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video von mir. Ich bin der Lukas und heute erkläre ich euch, wie ihr einen 3D-Effekt auf einen Text anwenden könnt, beziehungsweise auf eine Grafik, was auch immer. Ich erkläre es euch heute anhand dieses Textes. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Seht ihr im Hintergrund, 3D-Text habe ich geschrieben und habe darauf diesen 3D-Effekt angewandt mit sage und schreibe, ja, die zwei Ebenen sehen wir mal nicht, das ist nur der Hintergrund, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ebenen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Nein, das passt. Okay, dann legen wir mal los und dazu erstelle ich mir jetzt einfach mal einen neuen Reiter in GIMP. Das machen wir folgenderweise. Wir drücken STRG plus D und dann haben wir hier oben exakt dieselbe Datei dupliziert. Und in dieser Datei wollen wir jetzt arbeiten. Mit STRG Mausrad zoome ich wieder rein. Und indem man Leertaste drückt und dann die Maus bewegt, kann man das Ganze hier in der Ansicht so verändern. Ja, wir löschen jetzt erstmal genau die Ebenen, die wir nicht mehr brauchen. Den Hintergrund lasse ich jetzt ganz einfach mal. Ich finde ihn relativ angenehm. Das habe ich mit einem Verlauf gemacht von Vordergrund nach Hintergrundfarbe. Hatte hier irgendein Blau, einfach hier mit dem Regler im blauen Bereich was ausgewählt, nicht viel dazu. Und habe dann darüber eine Ebene gelegt, die ich mit einem Muster gefüllt habe. Da habt ihr hier in eurem Musterkasten. Wer den nicht haben sollte, geht einfach in Fenster, andockbare Dialoge und hier ist der Musterkasten. Klickt einmal links drauf, dann habt ihr den auch. Ihr könnt ihn dann auch noch anders anordnen, wenn es bei euch ein bisschen anders aussehen sollte, ist das nicht schlimm. Und dann bin ich mit dem Eimer dahergegangen und habe das Ganze gefüllt. Und anschließend den Ebenenmodi habe ich auf normal gelassen, habe einfach nur die Deckkraft ein bisschen heruntergesetzt. Dann können wir auch schon loslegen. Wir legen uns noch keine neue Ebene an, denn wenn wir auf das Textwerkzeug klicken und uns ein Textfeld aufziehen, erledigt das GIMP für uns schon automatisch. Ich schreibe jetzt hier einfach mal meinen Beispieltext rein, in dem Fall 3D-Text, färbe diesen in weiß, weil sich das hier auf dem Hintergrund einfach am besten macht. Wähle als Schriftart, was nehmen wir denn mal? Die Arial, ja, wunderschön. Ich möchte einfach eine Schrift nehmen, die jeder von euch auf dem Rechner hat und das trifft für die Arial zu. Deshalb nehme ich die jetzt hier als Beispielschrift. Auch wenn es nicht unbedingt die schönste Schrift ist, aber die einfachste jetzt erstmal zum Erklären, da sie jeder von euch ja, vorinstalliert hat auf dem Rechner. Dann ziehen wir uns das Textfeld so, dass das alles auf einer Zeile ist, klicken dann doppelt auf irgendeine Ecke und dann passt sich das Feld dem Text an. Jetzt können wir hier noch mit dem Ausrichten-Werkzeug den Text zentrieren. Wir klicken dann noch einmal hier rein, dass auch gemeint ist, also dass GIMP auch weiß, welches Objekt wir jetzt zentrieren wollen und klicken hier einfach mal auf den Pfeil und auf den Pfeil darunter. Entschuldigung. So, jetzt haben wir erstmal ja, die schwierigste Arbeit mit dem Ganzen erledigt. Wir haben unseren Text erstellt, unseren Hintergrund fertig und jetzt geht's an den 3D-Effekt. Wir gehen jetzt hier mit dem Auswahlwerkzeug rein, beziehungsweise mit Rechtsklick und gehen auf Auswahl aus Alpha-Kanal, legen uns eine neue Ebene an, bestätigen das mit OK, gehen hier oben in den Reiter Auswahl und vergrößern unsere Auswahl um 10 Pixel. Bestätigen das auch wieder mit OK, füllen das dann mit unserer Hintergrundfarbe schwarz oder Vordergrundfarbe, je nachdem, wie ihr das eingestellt habt. Nochmal vor dem Füllen darauf achten, es kann sein, dass hier in den Werkzeugeinstellungen noch Muster ausgewählt ist, wo ihr den Hintergrund erstellt habt, geht dann einfach wieder auf Vordergrundfarbe und dann sollte das kein Problem sein. Ja, wenn wir das gemacht haben, erstellen wir eine neue Ebene und bestätigen das wieder mit OK. Jetzt haben wir hier, also ich habe jetzt hier schon ein Grau ausgewählt, könnt ihr ein dunkleres, ein helleres nehmen, das spielt jetzt nicht unbedingt so die dominante Rolle. Wählt ihr das einfach aus und wir gehen auf das Farbverlaufstool, da ist es, gehen in die Einstellungen, müssen wir wieder auf Linear switchen, weil ihr wahrscheinlich das Ganze noch auf Radial habt vom Hintergrund. Hier ist das Ganze linear eingestellt schon bei mir. Und dann ziehen wir den einfach von oben nach unten, dass sich der hellere Farbton im oberen Bereich des Textes befindet. Jetzt gehen wir auf
Ja, wählen wir das Ganze aus. Das haben wir schon gemacht. Und gehen wir auf Auswahl. Moment, ich muss einmal kurz schauen. Nee, wir gehen auf unseren Text. Genau, gehen auf unsere Textebene und klicken da Rechtsklick und gehen auf Auswahl aus Alpha-Kanal. Jetzt haben wir hier, ihr seht den Text nicht, weil die zwei Ebenen drüber liegen, aber die Auswahl von unserem Text. Gehen wieder auf Auswahl verkleinern. Nein, wir gehen auf Auswahl vergrößern diesmal. Also wieder mal und geben dann hier die 2 ein. Jetzt ist unsere Auswahl 2 Pixel größer als der Originaltext und gehen auf unsere Farbverlaufsebene, die sich bei uns ganz oben befindet, und gehen auf Entfernen. So, jetzt haben wir nämlich hier, ne, ja, jetzt haben wir das Ganze entfernt. Ist nicht viel dazu. So, Steuerung A für nichts auswählen. Ich hätte jetzt ganz gern meinen Text verschoben, aber das haut gerade nicht ganz hin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann meine Ebenen gerade nicht in der Reihenfolge ändern. Dann machen wir das Ganze mit den Pfeiltasten. Das funktioniert auch wunderbar. So, jetzt sehen wir ja schon, dass wir hier einen schwarzen Rahmen haben. Das haben wir gerade erstellt, indem wir die 2 Pixel gelöscht haben aus unserem Farbverlauf. So. Ja, was machen wir als nächstes? Wir erstellen uns wieder eine neue Ebene. Allerdings brauchen wir den Alpha-Kanal dieser Verlaufsebene hier, die ich gerade ein- und ausblende. Wieder Rechtsklick, Auswahl aus Alpha-Kanal. Und nein, wir brauchen nicht, Entschuldigung, den aus dem schwarzen, also den schwarzen, die schwarze Ebene, die schwarze Umrandung, da brauchen wir den Alpha-Kanal. Gehen wieder Rechtsklick, Alpha-Kanal und erstellen uns wieder eine neue Ebene. Jetzt habe ich die allerdings hier mitten rein erstellt. Schieben wir die hoch mit den grünen Pfeiltasten, auch kein Problem. Und da wählen wir jetzt Vordergrundfarbe weiß und hier ein etwas dunkleres Grau aus. Wechseln das Ganze wieder und erstellen das genau darüber. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo ist das Verlaufswerkzeug? Da. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Diesmal mit helleren Farbtönen. Und gehen wieder auf, genau, auf die Auswahl, haben wir ja schon in dem Fall. Und verkleinern das diesmal aber um einen Pixel und löschen das Ganze. Jetzt haben wir hier so einen schönen Rand, der uns noch ein bisschen was Plastisches verleiht. Die Deckkraft können wir da einfach mal ein bisschen runterschrauben. 50, 60%, so dürfte optimal sein. Ich kann es ja einfach mal eingeben, machen wir 60%. Und dann fällt das Ganze nicht mehr so auf, sondern wir haben eine schöne weiche Kante. Moment, wieder verklickt. Perfekt. Steuerung A für nichts auswählen. Und jetzt haben wir schon die halbe Miete von unserem 3D-Effekt. Das sieht jetzt vielleicht noch gar nicht so plastisch aus, aber das wird gleich noch. Jetzt klicken wir auf unsere Textebene. Ich blende die mal kurz ein und aus und genau gehen hier rein. Und mit dem Pfeiltasten einfach ein, zweimal, je nachdem, wie groß ihr euer Datei oder Datei angelegt habt, könnt ihr das ein bisschen hin und her klicken. Ihr seht auch, was passiert. Da ist unser Rahmen und unser Text rutscht praktisch raus. Dadurch, dass wir das jetzt hier verschieben, bekommen wir hier so eine Art Schatten und das erweckt den Eindruck, dass der Text in das Metallgehäuse eingelassen ist. Das ist einfach eine optische Täuschung. Das heißt optische Täuschung, aber das ist, ja, das Auge denkt, dass er da eingelassen ist durch den schwarzen Schatten. Ich würde das Ganze jetzt mal so lassen. Und dann setzen wir uns jetzt an den Schatten. Wir haben hier schon unseren schwarzen Hintergrund. Diese Ebene duplizieren wir einfach zweimal. Klicken wir hier auf das Zeichen. Diese zwei verbinden wir jetzt. Und dann lassen die sich parallel zueinander runterschieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pixel. Machen wir das Ganze jetzt mal so. Ich finde es fast ein bisschen übertrieben. Ich gehe nochmal 2 rauf. Und dann können wir die Verbindung wieder aufheben. Gehen nur auf die hinterste Ebene. Und mit dieser Ebene machen wir jetzt den Schlagschatten einfach auf Weichzeichnen. Gaußscher Weichzeichner. Und geben hier einen Wert von circa so 20 ein. Müssen wir mal schauen, wie es in der Vorschau aussieht. Ja, ich würde sagen, 15 reicht auch. Das war ein bisschen viel.
15, gehen auf OK und dann haben wir hier schon unseren Schatten. Ja, das sieht auch schon relativ gut aus, wie ich finde. Jetzt klicken wir nochmal auf unseren schwarzen Rand, gehen nochmal auf den Alpha-Kanal drauf und nehmen das Rechteckwerkzeug, schauen wir hier von der aktuellen Auswahl abziehen, gehen wir drauf und wählen hier den unteren Teil des Textes aus. Jetzt könnt ihr schon sehen, dass wir nur den oberen Teil vom Text ausgewählt haben, gehen hier auf die Vordergrundfarbe Weiß, klicken ins Verlaufstool rein, wählen den Farbverlauf Vordergrund nach Transparenz und jetzt ziehen wir einfach mal unseren Verlauf von der Mitte rauf zum Text. Das Ganze sollte natürlich auf einer extra Ebene geschehen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Da stellen wir uns eine neue Ebene, kein Problem. Und jetzt ziehen wir das Ganze nochmal da hoch. Können wir ein bisschen rumprobieren, ihr könnt auch mal von oben nach unten das Ganze machen, je nachdem wie es gefällt. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal von unten nach oben und setze dann die Deckkraft noch ein bisschen runter, weil das einfach sonst zu auffällig ist. Das gibt aber nochmal einen schönen metallischen Effekt, sage ich einfach mal. Das wirkt so, als ob es vom Licht angestrahlt wird und sich das Ganze etwas spiegelt. Ja, im Grunde genommen war es das schon. Das könnt ihr mit jedem beliebigen Text machen. Ein kleiner Aufwand ist schon dazu, aber ich würde sagen, das lohnt sich. Das Ergebnis sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ihr könnt sogar den Hintergrund beliebig anpassen. Das ist alles transparent außenrum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt es einigermaßen verstanden. Falls noch Fragen bestehen sollten, einfach in die Kommentare schreiben. Ich antworte dann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß. Ciao, bis zum nächsten Video.